Mein Szenario ist, wenn es nicht gelingt, über Deregulierung und marktwirtschaftliche Mechanismen die Krise zu entschärfen, dass diese wirtschaftlichen Entwicklungen zu einer gesellschaftspolitischen Krise sich entwickeln können. Und dass diese gesellschaftspolitische Krise für die demokratische Ordnung in unserem Land eine große Gefahr darstellt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit heute Dr. Markus Krall. Hallo Markus. Hallo Marc, grüß dich. Schön, dass wir uns endlich wiedersehen. Heute. Ist eine Weile her. Ja, sehr lange her. Viel zu lange her. Aber es musste erst das Alpha-Trio kommen, damit wir uns wiedersehen. Ja gut, und die Entwicklung, die war ja natürlich auch ein bisschen turbulent. Ja? Absolut. Und man muss ja nicht sozusagen jeden Tag jede Entwicklung kommentieren. Aber ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile auch so ein bisschen aufgespart. Ja, absolut. Dahingehend auch gleich meine erste Frage. Wo stehen wir? Sind wir schon im Endspiel? Wir sehen Rekordinflation, wir sehen Rezession, wir sehen eine EZB, die sogar eine Zinserhöhung angekündigt hat. Also was ist dein Ausblick gerade? Wo stehen wir? Also wir stehen eigentlich am Beginn eines ganz interessanten Tierchens, wenn man so will. Mhm. Das nennt sich Stagflation. Mhm. Also normalerweise ist es ja so, dass es ein Trade-off gibt zwischen Inflation auf der einen und Wirtschaftswachstum oder Verlust an Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite. Das heißt, hohe Inflation kann ich noch ein bisschen Wachstum mit erzeugen, solange die Phillips-Kurve noch nicht dynamisiert ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich eine geringe Inflation habe, dann geht eben auch das Wachstum etwas runter. Das heißt, ich habe diese Abwägung zwischen Inflation und Wachstum in einem normalen, in einer normalen Situation. Das haben wir diesmal nicht, sondern wir haben beides. Wir haben Inflation und schrumpfende Wirtschaft. Das gleichzeitig. Das hatten wir zuletzt in der Ölkrise von 1973 und in kleinerem Ausmaß auch in der Ölkrise von 1979 nach der iranischen Revolution. Aber da hatte sich die Produktionsfunktion schon so weit vom Öl entfernt, dass die Wirkung viel schwächer war als 73 im Yom Kippur-Krieg und dem damals von den arabischen Staaten verhängten Ölembargo über den Westen. Und diese Stagflation hat damals schon etwas erzeugt, nämlich einen Nachfrageschock, mit dem die Zentralbanken und die Wirtschaftspolitik der westlichen Industrieländer damals schon nicht umgehen konnte. Da war man nicht drauf eingestellt. Ja. Jetzt haben wir das Ganze aber in einem sehr viel größeren Format. Das heißt also, wir haben einen inflatorischen Druck, der entstanden ist durch den Geldmengenüberhang. Wir haben einfach die Zentralbankgeldmenge verdreizehnfacht in 20 Jahren und wir haben auch die Gesamtgeldmenge vervielfacht. Allerdings dabei eine radikale Verschiebung von der Giralgeldmenge zur Zentralbankgeldmenge vorgenommen. Also der Anteil des Zentralbankgeldes am gesamten Geld, an der gesamten Geldbasis ist heute viel größer als früher. Und wir haben gleichzeitig einen Wachstumsdruck oder einen Produktionsdruck durch den Kollaps der Lieferketten, durch die Einflüsse der Rohstoffpreise im Zuge der osteuropäischen Entwicklungen und der geopolitischen Krise Osteuropas. Und diese ganze Gemengelage ist stagflatorisch und das vergrößert das Dilemma der EZB und überhaupt der Zentralbanken. Das Dilemma ist ja eigentlich immer der Trade-off zwischen Inflation und Depression. Aber in der jetzigen Situation ist es so, dass wir sowieso schon beides haben. Und egal, was ich mache, es wird schlimmer. Ja. Das heißt also, das Policy-Dilemma der Geldpolitik hat durch diese Kombination ein besonderes Ausmaß. Was glaubst du, zeitlicher Rahmen? Na ja, gut, wir schauen uns mal die aktuelle Inflationsentwicklung an. Und wir wissen, dass diese Inflationsentwicklung ausgelöst wurde durch dem vorlaufende Erzeugerpreisinflation. Wir wissen, dass die Erzeugerpreisinflation zwischen 30% und 40% beträgt aktuell. Und wir wissen, dass die Erzeugerpreisinflation mit einem Abstand von 3 bis 6 bis 9 Monaten je nach Sektor sich in die Konsumerpreisinflation durchpflanzt. Ja. Wir haben eigentlich keine einzige Baustelle, wo sich reduzierter Inflationsdruck abzeichnet. Also wir haben auf der einen Seite die Auseinandersetzung im Osten. Da wird der Inflationsdruck in Richtung Gaspreise, Energiepreise, Rohstoffpreise, Lebensmittelpreise hoch bleiben. Wir haben immer noch keinen Ansatz der Reparatur der Lieferketten aus den asiatischen Ländern in die westlichen Industrieländer Europa, Nordamerika, sodass wir von der Seite auch einen Inflationsdruck haben, aber einen angebotsseitigen Inflationsdruck. Also das, was die Stagflation eigentlich befüttert. Ja. Wir haben zwar jetzt mal die letzten 2 Wochen zumindest eine leichte Schrumpfung der Zentralbankgeldmenge um 50 Milliarden gesehen. Das interessante Ventil, das die EZB da geht, ist zu sagen, wir verkaufen halt einfach die deutschen Staatsanleihen und kaufen dafür italienische. Ja. Ein Swap
den ich als Privatinvestor skeptisch sehen würde. Müssen Sie aber, weil die Zinsen zu weit auseinandergegangen ja, sind. Ja, das ist, wobei der Zinsspread wird natürlich willkürlich festgelegt, der zulässig ist. Ne? Also man sagt, der Zinsspread, der darf also keine Spekulation reflektieren. Ja. Aber wenn wir uns mal ehrlich machen würden, was das Thema angeht, dann wäre klar, dass es sich gar nicht um einen spekulativen Zinsspread handelt, sondern nur um die Rückkehr zu den angemessenen Kreditrisikospreads. Ja. Ja? So, und diese, gegen die kann die EZB auf Dauer auch nicht ankämpfen. Das heißt, sie kann nicht gegen die realen ökonomischen Verhältnisse auf Dauer ankämpfen. Sie hat eine gewisse Munition. Das Letzte, was sie jetzt noch verfeuert, sind ihre deutschen Staatsanleihen. Dann kommen noch vielleicht ein paar Milliarden holländische dazu, aber das war's dann. Okay. So, bei dem aktuellen Tempo, wie sie das umschichtet, wird es noch 2-3 Monate Zeit kaufen. Aber da wird die Inflation sich davon nicht stoppen lassen. Weil natürlich die Erzeugerpreisinflation jetzt schon so hoch ist und die wird durchgereicht werden. Und in 2-3 Monaten ist das auch verfeuert. Und dann ist die Frage, was passiert im Herbst? Und im Herbst haben wir mehrere sehr ungünstige Konstellationen, die koinzidieren. Das eine ist das, was ich gerade beschrieben habe, nämlich das Verbrauchen dieses kleinen Schleichpfades, den die EZB dann noch für sich entdeckt hat. Das zweite ist, dass im Herbst, zumindest bei Fortsetzung der aktuellen Politik, die Energiekrise sich wahrscheinlich zuspitzen wird. Ja. Eine Energiekrise, die primär politisch hausgemacht ist. Absolut. Ja. Die kein Naturgesetz ist. Genau wie Inflation kein Naturgesetz ist. Die meisten Leute glauben ja, die Inflation käme über die Menschheit so wie Hurricanes oder Flutwellen oder schlechtes Wetter oder eine Dürre. Ja? Das ist ja nicht der Fall, wie wir wissen. Wir wissen, dass Inflation das Ergebnis politischer Entscheidungen ist. Ja. Geldpolitische Entscheidungen, wirtschaftspolitische Entscheidungen. Immer, immer gewesen in der Geschichte. Dass wir das jetzt 20 Jahre lang ausgeblendet haben, weil wir natürlich da aus dem Vollen schöpfen konnten, weil sozusagen die Seniorage-Kapitalkoffer der EZB, die waren ja am Anfang voll, weil die Bundesbank drin aufgegangen ist. Die sind jetzt aufgebraucht. Also es sind immer politische Entscheidungen, die Inflation erzeugen. Und so ist es auch bei der Energiekrise. Es sind politische Entscheidungen, die die Energiekrise erzeugen. Man kann jetzt der Politik nicht sagen, sie soll rechtsrum oder linksrum gehen, weil darüber kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es bündnispolitische Fragen, gibt es außenpolitische Fragen. Dazu will ich mich gar nicht äußern. Da kann man ja ganz unterschiedlich draufschauen. Aber das ändert nichts an der Wirkung der Politik. Ja, diese Wirkung der Politik, die wird durchgereicht. Dazu kommt, dass wir jetzt in China eine massive Rezession vor uns haben. Also die zeichnet sich ab. Alle Indikatoren stehen da auf Sturm. Auch die chinesische Wirtschaft war am Ende nicht robust genug, um die Neueinführung einer Planwirtschaft kombiniert mit Gängelung der Bürger und der Unternehmen an allen Ecken und Enden. Das ist halt die Philosophie des jetzigen Staatsoberhauptes. Das hat selbst die extrem robuste chinesische Volkswirtschaft nicht ausgehalten, die ja eigentlich in den letzten 40 Jahren ein Ausmaß an Unternehmertum unter Beweis gestellt hat, wie man das in der Menschheitsgeschichte so noch nie erlebt hat. Also der Aufstieg Chinas ist eine unternehmerische Erfolgsgeschichte. Des Kapitalismus, ja. Des Kapitalismus, ja. Eine Befreiung des Unternehmers, der dann in unvorstellbarer Geschwindigkeit dieses Land wohlhabend gemacht hat. Jedenfalls relativ wohlhabend. Ja, gut, 800 Millionen Menschen sind aus der Armut in die Mittelschicht gehoben. Aus der eisernen Reisschale in die Mittelschicht mit Auto, mit Wohnung, mit Fernseher, mit Kühlschrank, Handy. Mit allem, mit Handy, mit allem. Das ist eine unternehmerische Erfolgsgeschichte spektakulärsten Ausmaßes. Aber selbst diese robuste Volkswirtschaft hat den planwirtschaftlichen Angriff quasi, dem hält die jetzt nicht mehr stand. Das heißt also, hier kommt kein guter Impuls in die Weltwirtschaft. Und China ist essentiell für die Weltwirtschaft. China ist essentiell. Und wenn in China die Dinge in Schwierigkeiten kommen, das sehen wir ja jetzt. Wir haben ja im Grunde genommen die Lieferkettenproblematik wurde ja durch die Politik des Lockdowns in Shanghai massiv verschärft. Ja. Und dadurch, dass überhaupt eine Desynchronisation der Lieferketten, der Logistik, des Standortes der Containerschiffe und so weiter global durch die nicht synchron stattfindenden Lockdowns ausgelöst worden ist, merken wir, wie sehr wir da quasi auch in wechselseitige Abhängigkeit gekommen sind. So, auch da keine guten Nachrichten. Nee. Was bleibt eigentlich jetzt sozusagen als Hoffnungsschimmer? Ja, der einzige Hoffnungsschimmer wäre, dass jetzt mal die Politik innehält und sich überlegt, könnte ich deregulieren, könnte ich die Steuern senken, könnte ich den Wahn der planwirtschaftlichen Überregulierung runterfahren. Das wäre ein Weg nach draußen aus dem Dilemma. Aber den wird die Politik nicht gehen, weil sie sich auf einen planwirtschaftlichen Glauben
eingelassen hat. Und da sehe ich für den Herbst, ich sag mal, eine Situation, wo im Angelsächsischen sagt man, irresistible force meets immovable object. Unwiderstehliche Kraft trifft auf unbewegliches Objekt. Hm. Dann werden wir sehen, was passiert. Hm. Was ist da dein Szenario? Mein Szenario ist, wenn es nicht gelingt, über Deregulierung und marktwirtschaftliche Mechanismen die Krise zu entschärfen, dass diese wirtschaftlichen Entwicklungen zu einer gesellschaftspolitischen Krise sich entwickeln können. Und dass diese gesellschaftspolitische Krise für die demokratische Ordnung in unserem Land eine große Gefahr darstellt. Und deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie wir den wirtschaftspolitischen und wirtschaftlichen Sprengsatz entschärfen. Das geht aber nicht mit planwirtschaftlichen Rezepten, ja, sondern das geht nur mit marktwirtschaftlichen Rezepten. Und entweder wir kehren dahin zurück oder wir werden den Preis verlierender planwirtschaftlicher Konzepte bezahlen. Das haben wir gesehen in den letzten Wochen, Monaten. Der Euro hat immer mehr gegenüber dem US-Dollar zum Beispiel verloren. Wie siehst du die Zukunft vom Euro? Also der Euro hat mehrere Konstruktionsprobleme, die wir an anderer Stelle in Extenso diskutiert haben. Da muss einer nur sich ein paar alte Videos anschauen. Genau, ja. Oder ein paar alte Bücher lesen. Wir haben natürlich jetzt das zusätzliche Problem, die Fed hat einen anderen Kranz von Policy Options als der Euro. Und zwar dadurch, sie hat einen größeren Kranz an Optionen als der Euro. Und zwar deswegen, weil der Dollar keine währungspolitische Fehlkonstruktion ist. Er ist kein Währungskorb. Man kann nicht also Indianer kann nicht aus dem Dollar aussteigen. Könnte natürlich theoretisch, aber dafür bietet das System nie irgendeinen Anreiz. Und Staatsschulden, sozusagen der einzelnen Bundesstaaten in den USA, sind noch nie vergesellschaftet worden. Wenn der pleite geht, dann zahlt der Investor der Staatsschulden drauf. Ja. Das heißt also, die Konstruktionsfehler, die wir beim Euro haben, die haben die Amerikaner nicht. Und deswegen sind sie viel eher in der Lage, zumindest mal ansatzweise mit einer Zinserhöhung der Inflation entgegenzuwirken. Ob die den Mut haben, es wirklich durchzuziehen, das werden wir noch sehen. Ja. Ich glaube, da haben wir beide unsere Skepsis. Ja. Aber sie haben zumindest mal mehr Optionen als die Europäer. Absolut. Und das ist das Differential, auf das es ankommt. Eine kleine Zinsdifferenz reicht jetzt schon aus, wie wir gesehen haben, um den Außenwert des Euro gegenüber dem Dollar und dem Schweizer Franken massiv unter Druck zu setzen. Mhm. Und da wir immer noch importieren, wir importieren Rohstoffe, wir importieren Lebensmittel, wir importieren Halbfertigprodukte, schadet uns, führt dieser Verfall unserer Währung zu einem Import von Inflation. Mhm. Und gleichzeitig zu einer Entlastung anderer Länder bei der Inflation. Während also der Dollar vermindert seinen Inflationsdruck dadurch, weil der importiert ja auch aus dem Euroraum Fertigprodukte etc. Das heißt also, hier wird eine relativ schnelle Umverteilung des Inflationsrisikos zwischen zwei großen Währungsräumen bewerkstelligt, das eben aus diesen unterschiedlichen Optionen sich speist. So, und jetzt muss die EZB im Grunde genommen aus diesem Dilemma irgendwie aussteigen. Sie kann aber nicht, weil sie natürlich zwischen Skylla und Charybdis da hin und her schwankt. Also von welchem Monster will sie gefressen werden? Und es gibt ja viele Leute, die dem Euro sein Scheitern von Anfang an vorausgesagt haben. Maggie Thatcher unter anderem, eine ausgewiesene Koryphäe war beim Thema Wirtschafts- und Geldpolitik. Ja. Aber auch andere. Und die Frage ist jetzt, ist diese ganze Gemengelage sozusagen der Schwur, auf den der Euro zurollt, oder gelingt es den Verantwortlichen nochmal, das Ruder rumzureißen? Also mit der Methode, die sie jetzt drauf haben, more of the same, ja, wird es nicht klappen. Gibt es eine Option, um nochmal ein bisschen Leben einzuhauchen dem Euro? Also digitaler Euro zum Beispiel oder... Es gibt die Illusion, dass das eine Option wäre. Nur nochmal um Zeit zu gewinnen. Also zu retten. Es wird noch nicht viel Zeit kaufen. Ich glaube im Gegenteil, es wird Zeit kosten. Okay. Und zwar deswegen, weil man muss sich ja vorstellen, wie enden Währungen? Ja. Das ist jetzt vielleicht mag eine Ketzerei sein zu sagen, Währungen enden, aber seit es Papiergeld gibt, enden immer Währungen. Und zwar immer. Mhm. Es gibt keine Währung, die länger als 100 Jahre durchgehalten hätte. Gibt es nicht. Ja. Ja. Und wer mir sagt, aber der Dollar, der existiert doch schon mehr als 100 Jahre, dem sage ich, der Dollar, den wir heute haben, der existiert seit dem 15. August 1971. Ja. Bis dahin war es ein goldgebundener Dollar, der endete an dem Tag, dann wurde ein neuer Dollar geboren. Also der Dollar, den wir jetzt haben, der ist auch erst 50 Jahre und ein paar Wochen alt. Genau. Und
wenn man jetzt die Frage stellt, wie enden Währungen, ja, dann ist es in der Regel so, dass sie dadurch enden, dass diejenigen, die die Währung kontrollieren, nicht bereit waren, den Preis zu zahlen für den Erhalt der Währung. Mhm. So, und wer kontrolliert den Euro? Der Zentralbankrat, der sich aus allen Mitgliedsländern zusammensetzt. Und dann ist eben die Frage, sind diese Leute bereit, den Preis für den Erhalt zu zahlen? Oder sind sie es nicht? Mhm. Und ich fürchte, dass sie es nicht sind. Nee, sind sie nicht. Das heißt, Überlebenszeitraum für den Euro im Best Case und im Worst Case? Im Worst Case wird es irgendwo in den nächsten paar Quartalen schwierig werden. Und im Best Case hat er vielleicht noch ein paar Jahre, weil, wie soll ich sagen, Mark Twain hat einmal gesagt, Prognosen sind immer dann schwierig, wenn sie sich um die Zukunft handeln. Ja. Ich bin skeptisch, dass es noch lange gehen kann, weil jetzt zu viele Dinge zusammenkommen. Parallel. Ja. Und weil man eben auch die Ratlosigkeit geradezu spürt. Ja. Ja, ich glaube, auch der Zuschauer weiß oder spürt intuitiv, dass da was aus den Fugen geraten ist. Und früher hatten wir nur die Euro-Krise, wir hatten eine Staatsschuldenkrise, wir hatten eine Bankenkrise, aber jetzt hatten wir irgendwie alles zusammen, plus noch geopolitische Auseinandersetzungen. Aber jetzt sieht der Bürger, Inflation ist da, raubt mir die Kaufkraft. Wir sehen die Immobilienblase und die Immobilienpreise sind auch nicht mehr am Weitersteigen. Wir sehen eventuell Energie-, Gasnotstand und so weiter. Wie kann denn der Bürger jetzt seine Kaufkraft schützen oder sein Vermögen erhalten? Also seine Kaufkraft aus dem Einkommen kann er ganz schwierig nur schützen, weil er kann ja sein Einkommen nicht beliebig verändern. Wenn er das nach oben verändern könnte, dann hätte er es ja längst getan. Also wenn ich jetzt mich in einem Angestellten-Dasein begebe und sage, ich verdiene X, wenn ich 2X verdienen könnte oder wenn ich es in der Vergangenheit hätte tun können, hätte ich es doch längst gemacht. Also das heißt, da hat er wenig Optionen. Die Kaufkraft selbst kann er auch nicht verändern, weil die Inflation ist die Inflation. Er kann beim Einkommen sein Güterwaren, also seinen Warenkorb verändern. Er kann sagen, okay, es gibt jetzt kein Rindfleisch mehr, es gibt jetzt Hühnchen. Und wenn das Hühnchen zu teuer wird, dann steige ich um auf Soja. Und wenn Soja zu teuer wird, dann steige ich um auf Heuschrecken. Bohnen. Oder, also ich war neulich in Mexiko und habe da Heuschrecken gegessen, die waren gar nicht mehr so schlecht. Okay. Die waren also gar nicht mehr so schlecht, so ein bisschen wie Ente süß-sauer. Ja? Und er kann also seinen Warenkorb verändern. Er kann Einkäufe von Consumer Durables, also Autos und so weiter, kann er nach hinten schieben. Also er hat erstmal ein paar Anpassungsmöglichkeiten an der Stelle, aber er hat wenig Anpassungsmöglichkeiten bei der tatsächlichen Kaufkraft seines Einkommens. Bei seiner Vermögensallokation, da hat er mehr Optionen. Ja, noch mehr. Und ist ja altbekannt und klar, ich meine, wird jeder sagen, da spricht der Prodomo, aber das ist nun mal so. Ich sage mal, ich bin im Gold, weil ich eben das Gold für die stabile Wertanlage halte. Und ich sage nicht, das Gold ist gut, weil es umgekehrt wäre. Also ich arbeite mit diesem Material, wenn man so will, weil ich es für gut halte, nicht umgekehrt. Genau, und du warst ja auch schon großer Befürworter von Gold, bevor du bei Degussa warst. So ist es. Muss man das schon zugute halten. Und insofern, klar, spreche ich pro domo, aber natürlich gibt es ein paar Vehikel, die Kaufkraft beim Vermögen erhalten. Und Gold gehört dazu, Sachwerte generell gehören dazu. Jetzt haben wir natürlich bei Immobilien eine Blase. Das heißt, jetzt in Immobilien zu gehen, ist eher schwierig. Ja. Zumal die Zinsen, wenn sie jetzt tatsächlich irgendwo mal steigen, bedeuten natürlich, dass die Finanzierung der Immobilien jetzt sehr viel schneller nach oben schnalzt in den Kosten, als man sich das vorstellen kann. Denn wenn ich bisher 0,5% Zinsen bezahlt habe, dann ist eine Erhöhung, sagen wir mal, auf 2%, nicht einfach eine Erhöhung um 1,5%, sondern es ist eine Vervierfachung der monatlichen Rate. Das vergessen viele. Und wir sind von 0,8 auf 3% jetzt gestiegen. Ja. Und wenn man also auf 3%, das heißt, wir haben grob eine Vervierfachung. Wenn einer eine variable Verzinsung bisher hatte, dann hat er eine Vervierfachung. Wahnsinn, Von 0, also das heißt, er kann dem nicht aus dem Weg gehen. Und das bedeutet, dass Immobilien nicht mehr zu dem Kurs gekauft werden, zu dem sie bisher gekauft worden sind, weil einfach das nicht mehr vom Cashflow her abgebildet werden kann. Die Immobilien sind zu teuer für den Cashflow, den sie erzeugen, bei den Zinsen, die es jetzt kostet. Und es droht noch die Gefahr der Besteuerung. Das kommt noch obendrauf. Ja. Aber also Immobilien, sage ich mal, wenn einer sie hat und die niedrig verschuldet sind, dann kann er sie halten. Ja. Aber jetzt neue zu kaufen, ist zu spät. D'accord. Edelmetalle ja, Aktien auch, immer noch ja, aber Auswahl bei den Branchen treffen.
Ich weigere mich, Empfehlungen zu geben zum Thema Stockpicking. Habe ich noch nie gemacht, weil ich bin kein Vermögensberater. Aber ich sage, bestimmte Branchen sind resilienter in der aktuellen Lage als andere. Mhm. Und was ist das? Das ist aus meiner Sicht Pharma, weil die Leute werden immer krank und müssen behandelt werden. Mhm. Das ist Lebensmittel, weil essen müssen die Leute auch immer. Dazu gehört auch insbesondere Wasser und so weiter. Dazu gehört auch die Tabakindustrie, by the way, oder auch Alkohol und so weiter. Also alles, was an Lebensmittel und Pharma dranhängt. Dann das Thema Rüstungswerte, Verteidigung. Warum? Weil wir ja gesehen haben, dass der starke Anstieg der Spannungen ein Ergebnis des starken Anstiegs der Unsicherheit ist. Und das haben wir in früheren Diskussionen auch schon prognostiziert, dass die Unsicherheit Spannungen erzeugen wird. Und Spannung bedeutet eine höhere Notwendigkeit, verteidigungsfähig zu sein. Und da ist auch nichts moralisch Falsches dran, dass ein Land verteidigungsfähig ist. Ja, das bedeutet aber im Umkehrschluss, Rüstungsaktien werden teurer, weil die Nachfrage steigt. Und das haben wir ja jetzt gerade live und in Farbe erlebt. Ja. Entertainment sage ich auch ja. Brot und Spiele, ja, die Leute wollen unterhalten werden, wenn es ihnen schlecht geht. Das war auch in den 30er Jahren so. Big Tech, ganz sicher, weil Big Tech wird zwar auch leiden. Da mag es sein, dass man da Kursverluste erleidet. Und hat man ja auch schon. Aber die werden noch stehen, wenn alles andere nicht mehr steht, weil ihr Portfolio an Technologien so groß ist. Das heißt also, ich werde da vielleicht Verluste erleiden, aber hinter der Krise, ja, ist das immer noch da. Und das ist besser, wenn es noch da ist, als wenn gar nichts mehr da ist. Und natürlich Rohstoffe, Rohstoffe, Goldminen und so weiter, Energie. Ja. Sowieso, ja. Glaube ich auch Kohle, und Gas. Und da sage ich Kohle, Gas, ja, das, was man heute als braune Werte beschimpft, ja. Braun ist ja schlecht, nicht nachhaltig, wie wir jetzt gelernt haben, aber das sind die Werte, die noch da sind. Wenn der Subventionsirrsinn weg ist aufhört, und wenn all das aufhört, weil es nicht mehr finanzierbar ist. Und auch Windkraftanlagen werden noch einen hohen Wert haben, wenn die Kiste rum ist, aber nicht wegen des Stroms, den sie erzeugen, sondern wegen der Rohstoffe, die drinstehen. Der Materialwert, ja. Das aber kann ich zum Großteil wieder rausziehen. Eine kritische Frage zu Gold. Also jetzt haben wir ja gesehen, hohe Inflation, eigentlich müsste ja Gold funktionieren. Also wenn du 2 Jahre irgendwie im Urlaub gewesen wärst, wärst zurückgekommen, ich würde dir sagen, hey, wir haben 8% Inflation, wir haben Krieg in Europa, wir sehen eine Rezession am Horizont, dann würdest du doch bestimmt sagen, Mensch, Gold muss doch ein neues Allzeithoch erreicht haben. Hat es jetzt nicht. Hat jetzt Gold versagt oder was sind die Gründe, dass Gold oder Edelmetalle so schwach sind? Ich glaube, für Gold gilt genau das Gleiche wie für all die anderen Assets auch. Die Schwankungen, die dazwischen drin sind, die sind schwer zu prognostizieren, weil zu viele Player an dem Ding herumzotteln. Unter anderem auch die Zentralbanken, wie wir wissen. Ja. Der IWF und die Zentralbanken intervenieren ständig am Goldmarkt in unterschiedlicher Weise. Sie tun das aber am Papiergoldmarkt und nicht am physischen Goldmarkt. Ja. Am physischen Goldmarkt sind die Zentralbanken Nettokäufer. Ja. Jedes Jahr in den letzten Jahren gewesen. Ja. Und insofern erfolgt die Intervention der Zentralbanken auf dem Papiergoldmarkt und dort wird aber auch die Preisbildung gefunden für das Gold. Wenn ich mir anschaue, wie die Nachfragesituation am Papiergoldmarkt ist, offensichtlich scheint es schlecht zu sein, denn sonst würde der Kurs ja nicht runtergehen. Und wie sie aber auf der anderen Seite am physischen Goldmarkt ist, dann habe ich 2 unterschiedliche Welten vor mir. Das heißt, am physischen Goldmarkt kaufen die Leute, sie nutzen sogar die Gelegenheit, dass es noch nicht davongezogen ist, trotz der Inflation, weil eben andere Player ein Interesse daran haben, dass es unten bleibt. Weil natürlich ein hoher Goldpreis ist ja auch ein Signal der Inflationserwartung in den Kapitalmärkten. Muss man ja auch sehen. Und wenn die Kapitalmärkte über verschiedene Indikatoren Inflationserwartung signalisieren, dann ist der Handlungsdruck auf die Zentralbanken noch stärker, während gleichzeitig die Handlungsoptionen der Zentralbanken noch geringer werden. Das kann ja nicht im Interesse der Zentralbanken sein. Also haben sie ja einen guten Grund. Und insofern sage ich, kurzfristige Prognosen des Kursverlaufs und der Volatilitäten, immer ganz schwierig. Aber eins weiß ich, in 10 Jahren, wenn diese Krise definitiv hinter uns gelegen sein wird, wahrscheinlich schon in 5 Jahren, dann werden die Edelmetalle noch da sein und ihren Wert, ihre Kaufkraft im Wesentlichen behalten haben. Das heißt, sie haben das getan, was sie tun sollen. Ja. Die sollen mir keine 20% Rendite bringen. Die sollen noch da sein und Kaufkraft, damit ich einen Neuanfang machen kann. Die sollen die Kaufkraft speichern für den Neuanfang, damit ich wieder investieren kann hinter der Krise. Dafür sind die da. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sein Portfolio diversifiziert. Absolut, ja. Ein diversifiziertes Portfolio. Es ist eben nicht nur Gold oder Silber, sondern es ist auch Aktien, es ist auch Immobilien. Es kann auch für den, der sozusagen mehr auf deiner Linie ist, Bitcoin sein. Mhm. Ja? Wenngleich ich persönlich eher ein Anhänger bin davon, mal zu überlegen, wie man eine
assetgedeckte Kryptowährung schaffen. Darüber können wir noch reden. Das wäre auch die nächste Frage, kurz zum Abschluss. Und zwar, was ist denn das nächste Geldsystem? Glaubst du, Gold, Silber oder auch vielleicht andere Rohstoffe werden im nächsten Geldsystem eine Funktion haben? Also ich habe einen Traum, muss man mit Martin Luther King zusammen. Ich habe den Traum, dass künftig das Geld goldgedeckt sein wird. Und dass der Bürger und damit auch der Kunde des Geldes, der Geld bereitstellt, idealerweise sollten private Notenbanken miteinander im Wettbewerb stehen, im Hayek'schen Sinne. Es sollten also unterschiedliche Systeme dem Bürger zur Auswahl stehen, damit er sich das aussuchen kann, was er für das Beste hält. Der Markt soll die Sache entscheiden. Das ist mal ein ganz wichtiges Element. Aber, dass in diesem System einer da ist, ob das dann eine immer noch staatliche Zentralbank ist oder ob das ein privater Anbieter ist, das lässt sich nicht voraussagen. Aber jedenfalls sollte es einen geben, der dem Bürger ein Maximum an Auswahl lässt, nämlich eine goldgedeckte Währung, bei der der Bürger es in Goldmünzen haben kann, in Geldscheinen haben kann, die er aber jederzeit in die Goldmünze Umtauschrecht 1:1 hat, oder in einer Kryptowährung, die er auch wieder in Gold umtauschen kann und die 100% goldgedeckt sein muss. Wann kommt denn die Gusser-Coin? Darüber kann ich mich an der Stelle doch echt nicht aushalten. Ja, also es wird viel nachgedacht an vielen Orten über viele Dinge, aber dazu kann ich nichts sagen. Ja. Das wirst du einsehen. Dann würde ich jetzt noch abschließen mit Rapid-Fire-Questions. Ich sag dir einfach 2-3 Sachen, du kannst dann sagen, hot oder hot. Okay. Zum Beispiel Gold oder Silber? Beides. Sehr gute Antwort, sehr gute Antwort. Fleisch oder Beyond Meat? Fleisch. Bekennender Carnivore. Ja. Bier oder Wein? Beides. Kaffee oder Tee? Tee. Ah, Grüntee oder? Grüntee. Ah, okay, clever. Ja, sehr gut. Sonne oder Berge? Also Meer oder Berge? Auch beides. Auch beides. Okay. Ich lebe in der Sonne an dem Fuße der Berge. Ich weiß. Spannend. Und letzte Frage zum Abschluss. Was ist für Markus Krall der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist die Aufgaben, die einem gegeben sind, zu versuchen zu erfüllen. Und sie äußern sich in der Regel damit, dass man für die, die einem anvertraut sind, da ist und dafür sorgt, dass sie in einer guten Welt aufwachsen und in einer guten Welt auch leben werden, wenn man mal nicht mehr da ist. Und dafür gibst du alles. Also wie immer ein sehr erhellendes, bereicherndes Gespräch. Und es hat wie immer Spaß gemacht, war super kurzweilig. Und wir müssen Danke, gleichfalls. Ja, wie immer wiederholen auf jeden Fall zeitnah. Und ich hoffe natürlich auch, dass es für euch ein großer Mehrwert war, dass Markus Krall Zeit hatte für uns. Gebt mal euer Kommentar ab, was ihr zu den Aussagen sagt, was ihr denkt, ob ein goldgedeckter Coin die Lösung ist, wie lange der Euro noch bestehen bleibt, uns noch erhalten bleibt. Und ich danke dir erstmal für deine Zeit auf jeden Fall. Und lasst ein Abo da, dann natürlich auch hier Daumen nach oben, teilt das Video kräftig, dass möglichst viele es erreichen. Und dir danke ich, wie gesagt, für deine Zeit, für deinen Input und dass du natürlich auch so kämpfst für das Bessere. Ich danke dir für die Fragen. Ja, jederzeit, Markus, jederzeit.